Liebe Brüder und Schwestern, Apostola Apostolorum wird die heilige Maria Magdalena auch manchmal genannt, die Apostelin der Apostel, ja, weil sie als erstes diese Botschaft von der Auferstehung verkündet, bezeugt hat. Sie eilt zu den Jüngern und verkündet, Jesus ist auferstanden, er lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Das dürfen auch wir bezeugen. Und es ist schon irgendwie erstaunlich, dass die heilige Maria Magdalena nicht überrascht war, als da auf einmal im leeren Grab zwei Engel gesessen sind, die sie angesprochen haben, dass sie nicht erschrocken ist. Ja, sie war, so denke ich, ganz gefangen in ihrer Traurigkeit, in ihrer Ohnmacht, ganz blind vom Weinen, von Schmerz, ganz eingehüllt, ganz versunken in dieser Traurigkeit, dass sie gar nicht gemerkt hat, was da eigentlich passiert. Und sie wendet sich um, so haben wir im Evangelium gehört, und sieht sogar Jesus dastehen und erkennt ihn nicht. Sie denkt, es ist der Gärtner. Ja, erst als Jesus sie beim Namen nennt, da auf einmal bemerkt sie, erkennt sie, ja, wer diese Gestalt, diese Person, die da vor ihr steht, wirklich ist. Sie erkennt Jesus, den Auferstandenen, den Herrn, und ruft aus, Rabboni, Meister. Ja, manchmal kann es auch bei uns passieren, dass wir so gefangen sind in unserem Schmerz, in unserer Traurigkeit, in unseren Enttäuschungen, dass wir blind sind für die Wirklichkeit, ja, blind für die Gegenwart des Herrn, der da ist, mitten unter uns, ja, der vor uns steht sozusagen, der präsent ist, um uns zu trösten und zu stärken. Wir sehen, erkennen ihn nicht. Aber der Herr, er spricht auch uns an, nennt unseren Namen. Er möchte jeden von uns beim Namen ansprechen und sagen, ja, ich lebe, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist, ich kenne dich durch und durch. Es heißt ja im Psalm auch, du hast mich erforscht und du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter, geformt. Ja, du weißt, wer ich bin, denn du bist mein Schöpfer. Ja, Jesus kennt uns, weil er uns geschaffen hat mit dem Vater und dem Heiligen Geist, weil er zugleich Gott ist, der für uns Mensch geworden ist im Schoß der Jungfrau Maria. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Er kennt unsere inneren Wunden, unsere Verletzungen, er kennt auch unsere Sünden. Nichts können wir vor ihm verstecken und verbergen. Er durchschaut uns ganz und gar. Wir können nicht irgendein Theater vor ihm spielen, sondern er weiß, wer wir sind. Aber, und das ist unser Trost und unsere Freude, er liebt uns so, wie wir sind. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Mit all unseren Sünden, mit unseren Schwächen und Fehlern, mit unserer Unvollkommenheit. Er liebt uns mit einer unermesslichen göttlichen Liebe, so wie er Maria Magdalena liebt, so wie er die Apostel liebt und alle, ja alle seine Geschöpfe, alle Menschen. An uns liegt es, dass wir diese Liebe Gottes erkennen, ja, dass wir sie annehmen, dass wir für sie dankbar sind. Sie wird offenbar in Jesus, vor allem seinem bitteren Leiden und Sterben am Kreuz, in seinem Tod, aber vor allem auch in seiner glorreichen Auferstehung, von der wir heute im Evangelium gehört haben. Ja, so ist Maria Magdalena ein Beispiel, eine Ermutigung für uns, wie machtvoll diese Gnade Gottes ist. Ja, machtvoll ist die Gnade Gottes für uns alle.
Und überreich ist dieses Erbarmen des Herrn, besonders für jene, die sich in Sünden und in Schuld verstrickt haben. Maria Magdalena wurde von 7 Dämonen befreit. Sie wurde geheilt sozusagen von Jesus, befreit aus diesen Verstrickungen in die Sünde, in das Laster. Ja, keine Sünde ist zu groß für die rettende Macht Gottes. Keine Schuld ist zu schwer, zu groß für das rettende Erbarmen des Herrn. Das sagt uns auch Maria von Magdala. Und Maria von Magdala sagt uns auch, dass wir ja durch die Gnade des Herrn, durch Jesus, durch sein rettendes Handeln, durch die Vergebung aller Sünden, die er uns vor allem im Bußsakrament, in der Beichte schenken möchte, ja, dass diese Macht und Gnade Gottes alles vermag. Sie vermag uns zu neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung zu machen, dass wir wirklich Jesus als den erkennen und annehmen, der er ist, nicht nur als Mensch, sondern als Sohn Gottes, als Retter und Erlöser, weil er uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, weil er uns immer wieder neu schafft, uns befreit von aller Last der Schuld. Ja, es wäre ja wirklich töricht, wenn man zum Beispiel einen Berg besteigen wollte und man nimmt einen Haufen Steine mit, einen Haufen von Betonbrocken zum Beispiel, und belastet sich damit. Ja, die Laster sind Lasten, die Sünden sind Belastungen, die nicht nötig sind. Die können wir abgeben, besonders in der Beichte, damit wir wieder aufatmen können, damit wir wieder frei und leicht sind, damit wir nicht diese Last mitschleppen müssen auf unserem Lebensweg. Der Herr ermutigt uns dazu, gerade durch das Beispiel der heiligen Maria Magdalena. Überreich ist diese Macht der Liebe Gottes. Und Petrus und Johannes sind wieder weggegangen vom Grab. Da ist ja auch etwas ausgelassen worden im Evangelium. Sie sind ja hingeeilt und wieder weggegangen. Aber Maria von Magdala, sie ist da geblieben. Ja, warum ist sie da geblieben? Sie folgte sozusagen mehr der Logik ihres Herzens als der Logik des Verstandes, des Kopfes, könnte man sagen. Wenn Männer vielleicht mehr dazu tendieren, mehr so ihrem Verstand, ihrem Kopf zu folgen, so haben die Frauen mehr diese Eigenschaft, ja diese Begabung, diese Intuition des Herzens zu folgen. Das sehen wir an Maria von Magdala. Ja, die Liebe, diese übergroße Liebe zu Jesus hat sie dort festgehalten beim Grab, bei diesem leeren Grab. Diese brennende Liebe zu Jesus, zu ihrem Rabbin, ihrem Meister. Ja, und diese Liebe ist auch wirklich belohnt worden. Es war nicht vergeblich, denn Gott schaut letztlich immer nur auf unser Herz, auf die Liebe zu ihm. Und so müssen wir uns fragen, lieben wir den Herrn? Oder ist auch der Sonntag, die Sonntagsmesse nur eine Pflichterfüllung für uns? Eine Pflicht, die wir sozusagen abhaken? Der Herr möchte auch unser Herz. Er möchte es erfüllen mit seinem Geist der Liebe, damit wir Gott aus ganzem Herzen lieben, damit wir sein neues Gebot der Liebe immer besser verwirklichen, das Jesus uns allen gegeben hat. Indem er sagte, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für die Seinen. Ja, auch dazu sind wir gerufen, dass wir ein Stück unseres Lebens verschenken, aus Liebe, dass wir einander in Liebe dienen, dass wir nicht egoistisch sind, dass wir diese Laster, die sich manchmal unserer bemächtigen möchten, bekämpfen, dass wir uns nicht Lasten aufladen, die uns nur niederdrücken und traurig machen, uns in die Irre führen, sondern lassen wir uns vom Herrn befreien. Dann erfüllt sich auch an uns dieses Wort der Schrift, ja dieses Wort, das wir im sogenannten Hohen Lied der Liebe auch kennen. Nicht nur in dieser ersten Lesung aus dem Hohen Lied, wo die Seele den Herrn sucht, sondern
Auch in diesem ersten Korintherbrief im 13. Kapitel, Sie kennen das wahrscheinlich, wo der Apostel Paulus sagt, ich zeige euch einen Weg, der alles übersteigt. Es ist der Weg dieser brennenden Liebe zu Gott. Die Liebe übersteigt letztlich alles, weil die Liebe Gott selber ist und weil sie uns die Weisheit des Herzens schenkt, weil sie uns mit der Gnade, mit dem göttlichen Leben erfüllt, ja, weil sie uns mit dem dreifaltigen Gott immer tiefer verbindet und uns Anteil schenkt an der Auferstehung des Herrn, an seinem Heiligen Geist. Bedenken wir es, messen wir auch unser Tun, unser Leben an der Liebe zu Gott und den Mitmenschen, dann können auch wir Zeugen sein für das Evangelium, für den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen.